Zum sehr spannenden Thema Masterplan 2550 der Stadt St. Pölten hat Philipp Simpson von der Firma Arboricon nachgefragt. Seine Interviewpartner waren Masterplaner und Unternehmer Dr. Josef Wildburger und Christoph Schwarz, Chef der EcoPoint. Herzlich willkommen bei den Stadtmens zum Thema Masterplan. Meine erste Frage geht an den Christoph Schwarz. Christoph, wofür braucht eine Stadt wie St. Pölten eigentlich eine Vision und einen Masterplan? Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Warum braucht man eine Vision? Ganz einfach, wir haben 2006 damit erstmals begonnen, dass wir einen Plan erstellen, einen Masterplan, wo wir unter Beiziehung der Wirtschaft, der Hausbesitzer, aller Stakeholder der Stadt versucht haben, eine Strategie zu entwickeln. Und wir haben es nicht für die Wirtschaft gemacht, sondern wir haben es mit der Wirtschaft gemeinsam entwickelt und man hat einfach gesehen, dass man, wenn man einen guten Plan hat, wenn man eine Strategie hat, dass man dann auch gefestigt ist, ob das bei Anfang ist von internationalen Investoren etc. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und das hat es gezeigt, dass es ohne Plan in Wahrheit gar nicht gehen kann. Josef, meine erste Frage an dich. Bei Masterplänen ist es ja immer wieder die Frage, wie geht man denn in so einem Prozess mit bereits bestehenden Planungen und Projekten um? Wie ist das im Projekt 2550? Also einmal auch ein herzliches Grüß Gott von mir an alle. Hoffentlich sind alle soweit gesund. Zu dem Thema werden wir eher noch kommen. Wie kann man in diesen Zeiten planen? Ich glaube, ich muss da mal ein ganz großes Missverständnis aufklären. Der Begriff Plan beinhaltet ja viele verschiedene Welten von Planungen im wirtschaftlichen Bereich bis zu Planungen im architektonischen oder raumplanerischen und die haben auch noch viele Ebenen. Unter Masterplänen versteht man zusammenfassende Pläne, die die großen Linien festlegen, innerhalb derer sich das dann durchaus auch noch immer weiterhin flexibel abspielen kann. Und es zeigt sich einmal, dass solche Dinge, dass die Regionen und die Städte auf der Welt immer sehr erfolgreich waren, wo sich die führenden Köpfe dieser Städte zusammengesetzt haben und gemeinsam ein Bild der Zukunft entwickelt haben, das natürlich von der Bevölkerung mitgetragen werden muss oder von der Bevölkerung in Wirklichkeit ausgehen muss und dann einen Plan machen, wie wir dieses Ziel erreichen oder wie wir diesem Bild möglichst nahe kommen. Und so etwas nennt man dann Masterplan für eine Stadt oder Masterplan für eine Region. Und wir haben das damals erstmalig sozusagen einen Prototyp entwickelt für die Innenstadt von St. Pölten, den wir erfolgreich mit dem Zeithorizont 2020 betrieben haben. Vieles ist umgesetzt, manches fehlt natürlich noch nicht, alles ist nie erreichbar, aber zumindest hat uns dieses planvolle Vorgehen ja die Stadt von der Innenstadt aus weitergebracht. Aber auch diesen Plan ist ein 2004 beginnender und dann 2006 bis 2008 veröffentlichter Visionsprozess zugrunde gelegen, wo wir auf Basis möglicher Zukunftsszenarien uns gemeinsam überlegt haben, wie schaut die Zukunft unserer Stadt aus, was sind sozusagen die unabwendbaren Veränderungen, die sich in der Welt ergeben und natürlich auch auf unsere schöne kleine Stadt wirken. Aber welche Handlungsmöglichkeiten haben wir, mit diesen Zukunftsszenarien umzugehen, um das oder das Ziel zu erreichen? Und genau jetzt, nachdem 2020 ist, setzen wir dieses Thema mit einem fortschreibenden Visionsprozess und einer Fortschreibung des Masterplans fort. Das heißt also, Masterplan und Vision kann man als integrative Prozesse verstehen? Nein, es ist eine zwingende Voraussetzung, dass man vom Green Deal der Europäischen Union bis über die Wirtschaftsstrategie des Landes oder die Kulturstrategie, jetzt ja subsumiert mit dem großen Ziel 2024,
bis hin zu den soziologischen Entwicklungen, bis hin zu den Reaktionen jetzt, die wir setzen müssen auf die Pandemie, nicht, bis zu diese Beschäftigungsprogramme und was da alles jetzt gerade in Entwicklung ist, ist natürlich eine zwingende Voraussetzung für den Masterplan. Und man kann nicht sagen, jetzt mache ich es in St. Pölten ganz anders. Wir sind ja nicht von der Umwelt abgekoppelt. Nicht? Ich meine, so viel gallisches Dorf können wir nicht sein. Nicht? Christoph, wir erleben ja gerade eine Zeit, in der ganz viel sehr unvorhersehbar ist. Wie sehr kann man die Zukunft eigentlich planen? Naja, wenn man jetzt aktuell schaut, es ist ja tagesaktuell, dass sich permanent sich auf etwas einstellt und am nächsten Tag ist schon wieder alles anders. Und man merkt einfach, dass wir mit dieser Situation, die jetzt gerade herrscht, teilweise nicht gut umgehen können, dass es eben gar keinen Plan gibt. Es gibt zwar die Strategie, dass alle gesund werden oder gesund bleiben, aber es fehlt oft am Plan, aber das ist eben, weil die Zeit nicht ausreicht, in der kurzen Zeit oder bei diesen schnellen Veränderungen immer wieder schon gleich den Plan zurechtzulegen. Ja? Und das, glaube ich, ist das beste Beispiel, warum wir jetzt sagen, wir brauchen eine Strategie, wir müssen wissen, wo die Reise hingeht. Ja? Wir müssen ein ganz langfristiges Ziel haben, wo wir sagen, da gibt es eine rote Linie, über die wollen wir nicht gehen. Ja, St. Pölten, wir haben einen genauen Plan für St. Pölten und eine Strategie. Aber wir müssen eben flexibel sein, weil die Herausforderungen einfach gegeben sind, weil die Zeit einfach schnelllebiger wird und diese Flexibilität braucht man. Aber eben immer mit dem Fokus, wo wollen wir eigentlich am Ende des Tages hin. Josef, Vision und Masterplan tragen die Zahlen 25 und 50 im Titel. Was bedeutet denn 25-50? Es sind symbolische Zahlen. Es bedeutet, dass wir die Zukunft unter einem Doppelhorizont, besser noch, nachdem wir gerade gefilmt werden, nicht, unter einem Zoom betrachten, einmal im Weitwinkel oder aus der Nahaufnahme und einmal für die ferne Zukunft. In der Zeitachse und auch der geografischen Achse, in dem Umfeld, in dem wir eingebettet sind. Und ja, nicht zuletzt die Pandemie und ihre Auswirkungen beweisen uns ja und decken schonungslos unsere Systemfehler auf. Auch fehlende Pläne, fehlende Strategien, der Christoph hat es eh gerade gesagt. Das mache ich jetzt niemandem zum Vorwurf. Es zeigt nur, was wir für eine Aufgabenstellung haben. Zum Beispiel uns zum Thema Resilienz und Vorbereitung darauf, ja, besser vorzubereiten im Gemeinwesen. Ja. Das hat jetzt nichts mit der Stadt St. Pölten zu tun, das betrifft im Augenblick die ganze Welt, ja. Aber es zeigt es uns. Ne? Und jetzt haben wir natürlich die Verpflichtung, uns zu überlegen, wie wir auch, wohl wissend, nehmen wir nur das Thema Klimaschutz oder Klimawandel, was wollen wir schützen, Klimawandel, wir müssen uns natürlich angesichts dessen, was sich auf der Welt verändert, darauf einstellen. Gleichzeitig ist, wenn wir diesen Prozess zu schnell vollziehen, möglicherweise ein großer Schaden in anderen wirtschaftlichen oder sonstigen Bereichen gegeben. Also muss ich immer gleichzeitig das Fernziel und das Nahziel im Auge haben, um dann die richtigen Prozesse einzusetzen und die richtigen Maßnahmen zu setzen. Deswegen die Doppelhorizontbetrachtung, die sogar zwingend ist für eine ordentliche Masterplanung und nicht zu sagen, ich weiß eh nicht, was passieren wird, schauen wir mal, was passiert und was tun wir dann, wenn es eintritt. Nicht? Dass das zu Problemen führt, sehen wir jetzt eh gerade. Josef, der Masterplan und die Vision werden ja erst im Jahr 2021 endgültig fertiggestellt und vorgestellt. Kannst du uns vielleicht trotzdem schon die ersten groben Inhalte preisgeben? Natürlich. Viele dieser Dinge, wir beginnen ja nicht heute komplett neu und alles, was bisher passiert ist, ist nie passiert. Nicht? In Wirklichkeit beginnt die Stadtentwicklung St. Pöltens in der Keltenzeit nicht? Und geht über die Römerzeit, von der wir jetzt eh immer gerade viel hören, nachdem viel ausgehoben wird, bis in die Neuzeit. Und St. Pölten hat da immer ein Auf und Ab gehabt, hat aber immer auch historisch eine große Bedeutung gehabt. Und diesen extremen Standortvorteil wollen wir auch für die Zukunft nutzen. Und unser Konzept ist, unsere großen Chancen für die Zukunft sichtbar zu machen und dann auch diese Chancen wahrzunehmen und vieles in die Realität umzusetzen. Und das läuft jetzt unter dem großen Konzept,
das wir selbst entwickelt haben von St. Pölten aus, also nicht ich persönlich, sondern die St. Pöltener miteinander, aus dem, was bis jetzt alles gemacht wurde. Und das läuft unter dem Titel St. Pölten, a leading second city in Europe. Das heißt, wir wissen, und die Pandemie macht es jetzt noch einmal sichtbar, dass der Lebensraum der Klein- und Mittelstädte, vor allem in guten Lagen, ein sehr begehrter ist. Eine Wunschvorstellung der Menschen, in so einem Lebensraum zu leben, weil sie sich dort sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich verwirklichen können. Wir haben eine besonders gute Lage mit St. Pölten. Wir sind in einer besonders prosperierenden Region, sowohl europäisch gesehen als auch kleinregional gesehen. Das heißt, nutzen wir die Chancen, setzen wir uns an die Spitze, schauen wir, dass wir diese Exzellenz erreichen. Und ich glaube, dass das eine Zielsetzung ist und eine Vision ist, die wir wahrscheinlich schon mit dem überwiegenden Teil der Bevölkerung St. Pöltens und der Hauptstadtregion teilen. Es gab ja schon einen Masterplan 2020. Was ist denn neu am Masterplan 2550? Also ich habe es ja schon zuerst erwähnt, der erste Masterplan ist ja wirklich ein Erfolgsmodell, den wir da begonnen haben und der sich wirklich extrem positiv entwickelt hat, und es ist ein Miteinander entstanden, um das uns ganz viele beneiden, nicht nur in Österreich. Wir merken es, wenn wir auf Wirtschaftsreise sind, ja, wo wir immer wieder hören, es ist unglaublich, was wir für eine Gemeinsamkeit, für eine Dynamik ausstrahlen. Ja. Und aus diesem ersten Masterplan und einer Wirtschaftsplattform, die wir damals gegründet haben, hat sich ja dann auch diese Plattform St. Pölten 2020 gegründet, eine Unternehmer- und St. Pöltener Vereinigung, ja, die wirklich hervorragend funktioniert, wo man sich kennt, wo man weiß, wer was macht und wo man, wenn man Hilfe braucht, wo man hingehen kann. Und dieses Erfolgsmodell wollen wir jetzt einfach ausdehnen. Ja. Wir haben gesehen, dass Lebensqualität und Dynamik kein Widerspruch sein. Ja. St. Pölten, glaube ich, entwickelt sich ja im Bereich der Lebensqualität hervorragend. Und das haben wir uns jetzt da vorgenommen, dass wir sagen, wir nehmen dieses Erfolgsmodell, was schwerpunktmäßig sich um die Innenstadt gekümmert hat, und rollen das für das gesamte Stadtgebiet St. Pölten aus. Und wenn man sich das vorstellt, nicht von der Innenstadt in die ganze Stadt, wir sind eine Stadt mit 108 Quadratkilometer größer wie Linz, ja, dann braucht es ganz viele Experten, die sich da quasi mit einbringen. Und es gibt eben 4 Taskforces in den unterschiedlichsten Themenfeldern. Und da sind mehr als 100 St. Pöltnerinnen und St. Pöltner beteiligt. Ja, aber auch dort, wo uns vielleicht Kompetenz fehlt oder wo wir gerne noch Kompetenz haben wollen, haben wir uns Leute aus dem Land Niederösterreich geholt, die uns da einfach unterstützen, damit einfach St. Pölten in dieser Überholspur bleibt. Und wenn man gestern erst, habe ich im Fernsehen gehört, dass die Engländer jetzt nach Frankreich gehen und dort Landhäuser kaufen, ja, und dieser Immobilienmarkt, den es damals gar nicht gegeben hat, ja, jetzt auf einmal auf der Überholspur sind und die Häuser zu Preisen weggehen, was sich gar keiner vorstellen kann, weil die aus London, einfach aus dem Speckgürtel von London wegziehen wollen, dann sehen wir diese Entwicklung natürlich auch wenn man schaut, wie Wien wächst und was für Dynamik Wien hat. Aber ich denke, wir dürfen uns das Steuerrad nie aus der Hand nehmen lassen und wir wollen darauf vorbereitet sein. Sehr gerne sind wir für die Wiener eine gute Alternative, einerseits zum Wohnen, aber auch um da hier Wirtschaft zu betreiben, aber unter unseren vorgegebenen Rahmenbedingungen. Das ist, glaube ich, wichtig und für das braucht es den Plan. Der Masterplan 2550 umfasst also jetzt ganz St. Pölten. Josef, wie stellt man denn sicher, dass da nichts vergessen und übersehen wird? Ich darf vielleicht vorweg nur ergänzen. Mittlerweile läuft, und das hat sich automatisch durch die Einbeziehung der Experten des Landes ergeben, und das war ja nicht nur notwendig aus geografischen Gründen, das war ja notwendig aus inhaltlichen Gründen, CO2-Emissionen beziehen sich ja nicht auf die Innenstadt nicht, oder Mobilität oder die ganzen großen Herausforderungen der Zukunft kannst du ja nur im gemeinschaftlichen betrachten und dann auf deine speziellen Aufgabenstellungen herabreduzieren, aber wir haben ja keine Stadtgrenze, die man erkennen kann, nicht? Also das heißt, wir reden in Wirklichkeit mittlerweile von St. Pölten und der Hauptstadtregion einmal in dieser Richtung. Und wir haben bereits einen großen Synchronisationsprozess mit dem Land
laufen, um hier sozusagen alle diese Strategien, die hier St. Pölten auch betreffen, das ganze Land Niederösterreich, die Europäische Union, ich habe es eingangs schon gesagt, so zu synchronisieren und dann spezifisch auf die Fragestellungen in der Stadt herabzubrechen. Und damit wir da nichts übersehen, und jetzt komme ich auf die Frage zurück, ist es natürlich wichtig, diese Taskforces einzurichten. Das heißt, man muss jetzt einmal alles zusammensammeln, was schon da ist, was rennt, dabei natürlich auch Widersprüchlichkeiten aufdecken und den Synchronisierungsprozess einleiten, zu sagen, so, wenn wir die einen das machen und die anderen das machen, dann kommt am Ende ein Konflikt raus und der ist der Entwicklung zur Leading Second City in Europe nicht wahnsinnig zuträglich, nicht? Aber auch der Entwicklung der Gesamtregion oder des Landes oder des Bundes und sonst irgendwas nicht besonders zuträglich. Das heißt, man kann, das ist jetzt die große Aufgabenstellung, hier nichts zu übersehen, alle Prozesse zu synchronisieren, die Projekte auch nach Prioritäten zu reihen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig, weil alles werden wir uns nicht leisten können. Was ist unbedingt notwendig im Sinne der Conditio sine qua non, der Bedingung, ohne die es nicht geht? Und was ist nice to have, was ist schön, wenn wir es auch kriegen können, weil es sich eben noch ausgeht. Ja? Und das ist ein ziemlich umfangreicher Prozess, den wir in 4 Taskforces zu den sogenannten 4 Zukunftssäulen abarbeiten und wo wir eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr weit gekommen sind. Aber vielleicht soll man mal von der Struktur, wie das aufgebaut ist, davon ausgehen, dass die Leading Second City in Europe, St. Pölten, kulturelles Zentrum, wirtschaftlicher Motor und Verwaltungszentrum in dieser Hauptstadtregion und im Land Niederösterreich ist. Das sind wir in einem hohen Ausmaß schon und es ist trotzdem noch einiges Potenzial da und wir können auch noch viel weiter gehen. Ne? Aber immerhin haben wir im kulturellen Bereich, da ist unser Landestheater, das ist ja da, ich sehe sogar von da aus, wo wir gerade sitzen, hin, nicht? Unter den 5 besten deutschsprachigen Theatern in der New York Times erwähnt worden, also viel mehr, glaube ich, kann man eh nicht mehr erreichen. Wir haben 3 bespielte Bühnen, wir haben ein riesiges kulturelles Spektrum anzubieten, wir haben Christoph soll vielleicht mich korrigieren, wenn ich jetzt ein Blödsinn sage, aber Kommunalsteuersteigerung in den letzten 20 Jahren von... Fast eine Verdoppelung, ja. Eine Verdoppelung der Kommunalsteuersteigerung, was ein direktes Maß der Wirtschaftsentwicklung ist. Und dass eine Landesregierung bei uns sitzt, brauche ich, glaube ich, auch nicht extra erwähnen, wenn wir vom Verwaltungszentrum reden. So, und jetzt müssen wir das in die Zukunft entwickeln. Und wir haben gesagt, was sind die ganz großen Themen der Zukunft? Und die eine große Taskforce läuft unter dem Titel Green Cool City and Region. Das heißt, da habe ich natürlich die Beziehungen zur Umwelt und beschäftigt sich mit allen Fragestellungen des Klimawandels, aber auch der Fragestellungen der Energieversorgung, der Resilienz, der vorbereitet sein auf etwas, was sich in der Welt wirklich sehr stark verändert. Und jetzt leugnet es bald niemand mehr, außer ein paar letzte Diktatoren auf dieser Welt, ja. Die sich damit hoch auseinandersetzen, hat aber wesentlich viel mit Raumplanung zu tun, mit Stadtplanung zu tun, mit Gestaltung, mit Architektur, mit Baukultur und vielen diesen Dingen. Der zweite große Bereich ist die Fit and Healthy City and Region. Die Fit and Healthy City and Region beschäftigt sich mit der physischen, psychischen und eigentlich auch sozialen Gesundheit der Menschen und der Gesellschaft, dass man sehr stark basierend auf Präventivgedanken und auf Entwicklungsgedanken die Stadt dorthin ausrichtet. Wir werden immer, auch wenn wir gerade eine Pandemie haben, in Wirklichkeit immer gesünder, immer öder und wir haben in Wirklichkeit eher schon Wohlstandsverwahrlosungserscheinungen als andere. Wie können wir diesen Dingen entgegenwirken? Wie können wir das ausrichten, die Angebote schaffen? Das geht von den Sporteinrichtungen bis zur Sozialarbeit. Die City and the Region of Skills and Arts. Die Stadt und Region der Talente der Menschen mit ausgezeichneten Fähigkeiten, die Stadt der Künste, die Stadt, die ihre Kraft auch aus den geistigen
Zusammenhängen schöpft, aus der Erkenntnis schöpft, aus der Aufklärung schöpft und das in die Wirklichkeit umsetzen kann. Aus der Technologieentwicklung und vieler dieser Dinge mehr. Und last but not least, die Enterprising City. Die Stadt, die selbst unternimmt, die nicht wartet, bis was passiert, die nicht reagiert, die agiert. Die unternehmerische Stadt, die Stadt der Unternehmer. Hier geht es um Fragestellungen, wie können wir den in Europa zumindest ja nicht gerade wirklich weit verbreiteten Unternehmergeist bei uns ganz besonders wecken. Wie können wir das Umfeld schaffen, das Biotop, heute sagt man wieder Ökosystem oder was auch immer, dass sich der Unternehmer hier wohlfühlt, dass hier die Betriebe wachsen können, dass hier die Betriebe Nachfolger finden, dass hier auch neue Betriebe gegründet werden. Das ist eigentlich sogar einer der Ursprungsgedanken und hier schließt sich der Kreis, der der ersten Vision und dem Masterplan zugrunde gelegen ist mit der Wirtschaftsplattform, weil eigentlich haben wir damit begonnen, die Wirtschaftsservicestelle IcoPoint, der Christoph ja vorstellt, hier aufzubauen, die schon sehr erfolgreich wirkt. Wie gesagt, haben wir ja schon viele Betriebe angesiedelt, viele Betriebsgebiete erschlossen. Aber es geht jetzt nicht nur um das zur Verfügung stellen von Flächen, unsere Bodenschätze nennen wir es immer wieder, sondern es geht auch darum, hier einen Geist, einen Unternehmergeist zu entwickeln, der zur Gründerzeit des 21. Jahrhunderts führt. Diesen Geist zu entwickeln, das ist ein Bewusstseinsbildungsprozess, das ist zum Teil ein Ausbildungsprozess, das ist eine wesentliche Aufgabenstellung und die Umfeldbedingungen so zu schaffen, bis zum Behördenumgang etc. Das ist jetzt die Aufgabe der Enterprising City, die wir in dieser Taskforce diskutieren. Meine letzte Frage an dich, Christoph. Wenn wir im Jahr 2025 das erste Mal vorsichtig Bilanz ziehen, woran erkennen wir denn, dass die Vision und der Masterplan gut und erfolgreich eingeleitet worden sind? Ich hoffe, es gibt viele Gründe dann letztendlich, wo uns die Leute attestieren, dass es ein Erfolgsmodell wieder geworden ist. Aber was wirklich für mich persönlich, was mich stolz machen würde, ist, wir waren vor jetzt fast 2 Jahren mit dem Bürgermeister bei der Frau Birgit Honé, die ist Ministerpräsidentin aus Niedersachsen und sitzt im Europarat der Regionen vor. Und haben wir dieses Modell vorgestellt, dieser Leading Second Cities, ja, wo sie eben Städte im Speckgürtel einer Großstadt positiv entwickeln und die Strategie vorgeben und es nicht passieren lassen. Ja. Und die war ganz begeistert und hat dieses Modell, diese Idee mit ihren Leuten in Deutschland, vor allem rund um Hannover, besprochen in Niedersachsen. Und wenn wir es schaffen, ja, dass wir vielleicht 2, 3 deutsche Städte gewinnen können, die an diesem Modell A Leading Second City mitgestalten und mitwirken und wir dieses Handbuch quasi, was braucht eine Stadt, was sind die Strategien, damit man nicht geschluckt wird von einer Großstadt, ja, und seine eigene Identität verliert. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man die eigene Identität behält. Und wenn wir so ein Handbuch haben, was die Frau Honé dann nimmt, vorausgesetzt, sie gibt es dann noch, die Zeit ist schnelllebig, aber wir hoffen es, und dass sie das dann nimmt und quasi ausrollen kann, ob das jetzt um Städte und Länder geht, in Spanien, in Italien, in Holland, in ganz Europa, dann wäre es schon ein super Erfolg. Meine letzte Frage auch an dich, Josef. Wenn wir 2025 zum ersten Mal zurückschauen, woran merkt man denn, wir haben es gut gemacht, wir haben die richtigen Maßnahmen gesetzt, die richtigen Prozesse und Projekte eingeleitet? Als guter Altösterreicher möchte ich nur ergänzen, die ehemaligen Kronländer waren, glaube ich, auch ganz wichtig für eine niederösterreichische Hauptstadt. Ich denke da an Städte wie Brünn oder Städte da, die vor allem in der Europaregion Zentrop liegen. Weil das ist ja eigentlich die Region, die wir nach der Hauptstadtregion sozusagen als nächsten konzentrischen Kreis rund um uns besonders beachten wollen, mit denen wir Handel treiben, mit denen wir regen Wirtschaftsaustausch treiben. Woran können wir unseren Erfolg messen? Wir müssen die Darstellungen so wählen und uns einige spezifische Kennzahlen aussuchen, jetzt in der Vorbereitung, an der wir auch wirklich messbare Erfolge festhalten können. So wie
wir seinerzeit die Kommunalsteuerentwicklung als direktes Maß der Wirtschaftsentwicklung identifiziert haben, wird der Erfolg genau an solchen Dingen, Kennzahlen festzumachen sein. Und der Erfolg wird sein, welche Prozesse entwickeln sich unter Beobachtung dieser Kennzahlen gut und welche Projekte sind realisiert. Wenn Projekte nur am Papier existieren und nicht realisiert sind, dann haben wir Misserfolg gehabt. Ja? Wenn die Kennzahlen in die falsche Richtung gingen, dann haben wir Misserfolg gehabt. Also das ist ein direkt messbares System und ich sage jetzt gleich einmal ganz konkrete Beispiele, dass man sich also darunter vorstellen kann. Gehen wir zur Skillful City oder City of Skills and Arts. Wir haben ein Weißbuch Bildung geschrieben, ich glaube 2017, 2018. Ja, darum haben wir es schon veröffentlicht. Wir sind jetzt schon 2 Jahre später, recht viel aus dem, sehr gelobt worden und ein tolles Buch und jeder hat uns auf die Schulter geklopft. Ja. Nur recht viel umgesetzt von dem, was da drin vorgeschlagen ist, ist noch nicht. Also wird ein Teil des Masterplans die Umsetzung des Weißbuchs Bildung sein, zum Beispiel der Bildungspfade aus dem Weißbuch Bildung. Und ist das noch ein durchgängiges Bildungssystem oder nicht, das wir da haben? Haben wir nachher nur Fachkräfte oder haben wir es nicht, das wir da haben? Und das sind ganz konkrete Zahlen. Oder ein anderes Beispiel, wir haben im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und im Rahmen der Stadtplanung wurde ein Leitkonzept öffentlicher Raum entwickelt. Es wurde ein Beirat für Baukultur mittlerweile eingerichtet. Es gibt jetzt ein ganz konkretes Projekt, wahrscheinlich sogar wirklich das Schlüsselprojekt der St. Pöltener Altstadt- und Innenstadtfrage, nämlich den Promenadenring, der sehr gut aufbereitet, jetzt von den Experten gerade zur Diskussion steht. Auch gleich ein gutes Beispiel für einen Partizipationsprozess, also die Einbringung der Ideen von Seiten der St. Pöltener und St. Pöltenerinnen. Schaffen wir es in absehbarer Zeit, den Promenadenring von seinem doch in manchen Bereichen noch nicht sehr repräsentierten Zustand in einen Flanierring rund um die Altstadt zu gestalten, der von seiner eigenen Attraktivität selbst leben kann. Nicht? Das sind Erfolgskriterien. Oder schaffen wir es dann endlich, einen wirklich attraktiven Domplatz als Wohnzimmer der Innenstadt zu haben? Oder haben wir den nächsten Bedarf, Betriebsansiedlungsgebiete wieder auszuloben, weil wir alles voll haben und haben wir dabei möglichst wenig Flächenverbrauch gehabt und möglichst viel Arbeit geschaffen und möglichst viele innovative Betriebe angesiedelt. Und man, jetzt kann ich natürlich, ich glaube, jetzt würde ich jetzt den Rahmen sprengen, die Liste ist groß. Wir sind gerade dabei, diese Matrix erst zu entwickeln zu den einzelnen Zukunftssäulen, wo wir festhalten, zu welchen Themen, welche Prozesse einzuleiten, fortzuführen, zu verbessern, zu synchronisieren sind, welche Projekte daraus folgen, die Kennzahlen dazu zu ermitteln, welche Maßnahmen man setzen muss und das in eine kommunizierbare und darstellbare Form zu bringen, damit alle mitmachen können.